perfekte Schuh ist extrem wichtig für den optimalen Start. Bei uns geht es um Hundertstel oder auch Tausendstel. Von daher ist es sehr, sehr wichtig, dass wir den Start optimal treffen, dass die Technik stimmt und natürlich auch dann das Material, sprich unsere Schuhe, damit wir da wirklich alles rausholen können. Herzlich willkommen bei der BMW Group. Wir sind hier im Additive Manufacturing Campus, dem 3D-Druck-Kompetenzzentrum. Wir bei der BMW Group nutzen die 3D-Druck-Technologie mittlerweile schon seit 1991. Bei den vielen neuen Konzepten von Elektrofahrzeugen können wir somit den 3D-Druck sehr früh bereits Hardware-Komponenten zur Verfügung stellen. Das heißt, wir können Ideen und Konzepte sehr, sehr schnell wirklich in Hardware testen, Versuchsschleifen machen, Iterationsschleifen machen und so auch die Qualität und die Reife unserer Produkte deutlich erhöhen und verbessern. BMW ist seit 2010 offizieller Technologiepartner des Bob- und Schlittenverbands für Deutschland. Die Partnerschaft mit BMW hat für uns gerade als Athleten einen extrem hohen Stellenwert, muss man sagen. BMW ist jetzt schon seit Jahren unser Partner, war immer an unserer Seite, hat halt auch verschiedene, ich sag mal, technische Impulse bei uns im Sport gegeben. Und jetzt durch die neue Zusammenarbeit in Richtung unserer Icebikes, denke ich, wird das auch noch ein bisschen weitergehen. Das 3D-Druckverfahren ist aus vielerlei Hinsicht für unsere Problemstellung hier sehr gut geeignet. Zum einen können wir sehr geringe Stückzahlen fertigen, was in großen Verfahren sonst nicht möglich wäre. Zum anderen kann man die Spitzengeometrie praktisch völlig frei definieren, da die ja im Druckvorgang aufgebaut werden, konnten wir verschiedenste Formen durchtesten, um die maximale Traktion auf Eis zu ermöglichen. Die neuen Spikes, die werden für uns eine relativ hohe Bedeutung haben. Gerade jetzt mit BMW können wir individuell auf die Wünsche von den Sportlern eingehen. BMW ist das sehr adaptiv. Der 3D-Druck eignet sich so gut für die Produktion unserer Spike-Plates, weil wir diese sehr filigrane, doch extrem stabile Struktur so kostengünstig fertigen können. Die große Flexibilität erlaubt uns, dass wir viele Varianten fertigen, auch für die verschiedenen Schuhgrößen, ohne dass wir jedes Mal ein neues Werkzeug brauchen. Mithilfe des 3D-Scans können wir ein digitales Abbild der realen Geometrie erstellen und so den Schuh direkt in den Rechner überführen. Und als Ergebnis erhalten wir dann den exakten Verlauf der Oberfläche des Schuhs sowie die genaue Position der Anschraubpunkte. Und diese Informationen können wir dann ganz einfach in den Konstruktionsprozess einbinden und den Bauraum für die Bikeplates dann exakt vorgeben. Mit dem herkömmlichen Schuh, wie wir ihn kennen aus dem Sport, haben wir bei unserem System eine Gewichtsreduktion um über 20% erreicht. Zu guter Letzt haben wir auch darauf geachtet, dass wir die Spikes bei Beschädigung oder Verschleiß leicht und schnell austauschen können, was natürlich deutlich nachhaltiger ist, als jedes Mal gleich den kompletten Schuh austauschen zu müssen. Der Grip von der Sohle, der hat eine enorme Wichtigkeit bei uns, denn wenn man wegrutscht am Start auf der Eisfläche, ist quasi alles verloren. Zur Maximierung des Grips haben wir die Spikes möglichst gleichmäßig verteilt und sie über den gesamten Torfußbereich gestreut.